Willkommen zurück zu Satisfactory. Heute möchte ich erstmal mit einem kleinen großen Update starten. Es hat sich sehr viel getan. Da liegen einige Stunden Spielzeit dazwischen, die allerdings nicht sonderlich aufregend waren. Von da aus möchte ich mal kurz ein kleines Update wiedergeben. Es gibt eine neue erweiterte Mischwarenfabrik, in der zum einen Platinen hergestellt werden. Es werden hier auch, na, wo sind sie? Eins weiter. Unsere KI-Begrenzer hergestellt. Und im Endeffekt werden deswegen so viele Platinen unsere Computer hergestellt. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Kunststoffversorgung, dazu kommen wir später. Was hat sie sonst noch getan? Naja, ein kleines bisschen Aufhübschung. Hier hat sich außenrum die ganze Glaswand und alles geändert. Es gab natürlich ein paar neue Förderbänder mehr. Logisch, wir haben ja neue Produkte. Diese müssen ja auch wieder eingelagert werden. Im Bereich Kupfer, da brauche ich jetzt nicht hingehen, gab es eine kleine Änderung. Ich habe zwei meiner MK2, die jetzt dieses Förderband hier versorgen, weil ich etwas Probleme in der Belieferung hatte. Jetzt laufen meine Förderbänder auch wieder voll. Wir haben ja gesehen, es fehlen uns die Kupferbleche, das muss ich mir nachher anschauen. So, und was gab es noch mehr? Eigentlich die größte Änderung, ich habe die einen Meilenstein abgeschlossen, dass wir Öl haben, beziehungsweise Gummi und Kunststoff. Nach etwas Forschung, wir laufen da jetzt mal hin, da muss ich nämlich hin, weil wie man sieht, das ist eigentlich ein Band, auf dem Kunststoff kommen sollte. Ich habe keine andere sinnvolle Möglichkeit aktuell über so eine lange Distanz das Material hierher zu schaffen. Deswegen ist hier aktuell ein langes, langes, langes Förderband gelegt. Solche Sachen mache ich normalerweise nicht. Die Länge ist eher etwas für den Zug. So, wir laufen mal weiter. Wir schauen uns das da drüben gleich an. Ja. Flott zu Fuß. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir da sind. So, und das schauen wir uns mal von hier oben an. Hier unten gibt es eine kleine Fabrik, die mir aus hier steht. Eine Ölpumpe. Hier hinten steht eine Ölpumpe, die alle in eine Pipeline einspeisen, die die hier füllt. Produziert wird aktuell auf dem unteren Band Kunststoff, drüber wird Gummi produziert, das hier eingelagert wird, im Falle, dass es voll ist. Ansonsten geht es weiter, der Kunststoff bis rein. Warum geht jetzt nichts mehr? Naja, mir läuft ganz einfach der Schweröl-Rückstand voll. Ich habe noch keine Möglichkeit, den aktuell zu vernichten, zumindest sinnvoll zu vernichten. Und dann läuft mir das Ganze voll. Wie man sieht, jetzt geht schon wieder los. Wir können mal gucken, wenn wir schon hier sind. Gummi müsste nahezu voll sein. Nee, nicht. Ist es gar nicht so lange gelaufen, wie ich gehofft habe. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen mit Glas eingezäumt.
Ist aber auch nur mal vorläufig. So, benutze mal das Förderband als Transportmedium. Ich habe hier drumherum noch gar nichts eingesammelt, weil es mir letztendlich nur darum ging, im ersten Schritt Kunststoff und Öl zu bekommen, damit ich die weiteren Meilensteine abschließen kann. Und vor allem den Zug zu bekommen. Für Zug brauche ich Computer. Darum habe ich aktuell diese Meilensteine gemacht und das schauen wir uns gleich an. Ich glaube, wenn ich jetzt laufe, sind wir noch schneller. Hopp, hopp, hopp. Lauf, lauf, lauf. Oh, da ist ein kleiner Knick in der Optik. Aber los geht's. Gehen wir mal wieder zurück ins Lager. Das dachte ich noch, ich drehe gleich noch daneben. Also, das schmeißen wir hier vorne rein. Könnte ich zwar jetzt direkt reinwerfen, habe ich aber keine Lust. Behalten wir uns einen vor. So, das Lager wurde natürlich auch erweitert. Na, hier werden die Platinen, weiterhin unsere KI-Limiter, Platinen und hier unsere Computer mit eingelagert. Die schauen wir uns mal an. Die 30 Stück reichen gerade so. Also machen wir doch jetzt als erstes mal. Wir schließen diesen Meilenstein endlich ab. Und dann sollte ich jetzt in der Lage sein. Fuel generator will match power generation to the increased consumption of recently acquired technologies and buildings. Additionally, improved conveyor belts and lifts can now be constructed. Caterium scanning unlocked. So, das ist das nächste, was ich machen möchte. Die verstärkte Rahmen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Die fehlen mir, glaube ich, noch. Die produziere ich nicht. Wobei die nicht das Problem sind, die sind ruckzuck produziert, aber die kann ich selber bauen. Wie man sieht, da brauche ich die modularen Rahmen, ich brauche die Röhren, ich brauche den Beton, ich brauche Schrauben, ich brauche jede Menge. Noch was, auf dem Gang nach hinten habe ich eine Absturzstelle geräubert. Da kam dann endlich mein alternatives Rezept raus, sprich Eisenbarren direkt in Schrauben zu verwandeln. Zum einen kommt etwas mehr raus, zum anderen spare ich mir den Umweg über die Stahlstangen. Und das sieht doch dann schon mal gar nicht schlecht aus. Die Produktion habe ich zum Teil schon umgestellt. Das muss man dann einfach noch sehen. Was können wir noch machen? Wir können mal nachschauen. Von den Gerüsten müsste ich deutlich mehr schon haben. Ja, das ist voll. Na, 100, 200, 300, 400. Mehr kann ich nicht. Die werfen wir mal da vorne rein. Ja, das ist ja mein Container hier. Alles, was ich da reinwerfe, geht zum Lift. Und so mache ich das eigentlich immer. So brauche ich am Lift nie etwas umbauen. Alle Materialien landen sowieso im Lager und dann kann ich die gelegentlich auch kurz zusammensortieren und in den Container werfen. So, nachdem ich jetzt weiß, ich bringe eh nicht mehr rein, nehmen wir die gleich mit. Was ich mit der Konstruktion natürlich nicht machen sollte, ist zu viel Material reinwerfen, weil das mir dann das Vorderband verstopfen würde.
Aber ja, so ist es halt. Was hat sich noch getan? Naja, ein bisschen hier in der Forschung so nebenbei weitergemacht. Jetzt sollte ich langsam in der Lage sein, den Highspeed-Anschluss auch zu machen. Kunststoff ist hier drüben. Und Caterium brauche ich noch. Haben wir hier. Füllen wir gleich mal auf. Da. Nochmal welche mit. Da brauche ich, glaube ich, gleich noch. Und dann machen wir auf die Schnelle mal noch die Forschung weiter. Caterium. Zack. Haben wir den Highspeed-Anschluss. Die sind mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Aber jetzt müsste ich die Highspeed-Anschlüsse bauen. Das machen wir auch mal. Schnell schauen. Ich habe im Übrigen zwei Fabriken gebaut, einfach damit nicht zu viel Gemischtwaren in einer liegen. Das wird unübersichtlich und dann werden die, hat man nachher wieder jedes Material in jeder Fabrik liegen. Das ist auch etwas unübersichtlich dann. So, jetzt gehen wir mal kurz her. Fällt verstärkt die Rahmen. Na gut. Einmal Data Produktion, Werkbank. Also ich möchte jetzt die. Das ist ja prima. Davon habe ich aber mehrere tausend im Lager liegen. Ich soll vielleicht mal mein Inventar wieder sinnvoll auffüllen. Wenn wir schon hier sind, können wir die Werkbank benutzen. Und machen wir auf die Schnelle kurz ein paar schwere modulare Rahmen. Ich will mir gleich nur noch ein paar Stahlbetonträger. Die brauche ich, glaube ich, zum Bau von paar Manufakturen. Davon brauche ich gleich zwei. Warum zwei? Ich muss einmal einen Stahlbeton den verstärkten modularen Rahmen, eine Minimalproduktion und die KI-Begrenzer bauen. Treibstoffgenerator. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich sehe gerade, ich muss hier auch noch mal was bauen, sonst reicht das nicht. Die kann ich als nächstes machen, dann könnte ich nämlich hinten meinen Schwerölrückstand aufbrauchen, mir gleichzeitig Strom produzieren. Thema Strom, da gab es auch noch eine kleine Änderung, die hatte ich vorhin ganz vergessen. Und zwar habe ich noch mal ein paar Kohlekraftwerke unten gebaut, gleiches Prinzip wieder, wie ich es sonst auch gemacht habe, können wir uns nachher anschauen. Und ich habe noch ein paar Energiespeicher gestellt, dass wir ein bisschen safe sind.
So. Wo ist der? Produzieren noch mal ein paar. Was fehlt jetzt? Schrauben? Schrauben gehen mir ganz sicher nicht aus. So. Nein, so viele brauche ich nicht. Bevor wir rüberlaufen, füllen wir nochmal auf. So, da machen wir jetzt bitte schön die Highspeed-Anschlüsse. So. Wir brauchen Turbodraht, Kabel und Platinen. Das sollte alles hier eigentlich vorhanden sein, ich mich nicht täusche. Oben habe ich Schrauben, da habe ich Kabel, da habe ich Platinen. Und irgendwo ist auch der Turbodraht vorhin reingelaufen. Das Band habe ich vermutlich nur noch nicht durchgezogen. Mal höher gehen. Ja, ist ja gut. Nehmen wir halt die Leiter. Ach, wenn man nicht hüpfen kann, soll man es lassen oder wie war das? Da ist doch Turbodraht richtig. Das habe ich nur nicht weitergezogen. Also zack, Turbodraht. Rastet jetzt gerade hinten auf den Strommast bzw. die Stromleitung immer ein. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die KI-Begrenzer. Da liegt eh nichts auf. So. Dann bekomme ich ja hier ein neues Material gleich. Muss ich schauen. Das habe ich beim letzten Mal schon den Fehler gemacht, dass ich eine Fließband doppelt belegt hatte. Das war nicht so gut. Kommt immer auf die Mengen an, die man produziert. Wenn ich den programmierbaren Splitter habe, wird es auch einfacher. Dann kann man, wenn man nur so, was heißt ich, 5 pro Minute drüber laufen hat, dann kann man mehr Materialien drauf setzen auf den Vorderband und die wieder sinnvoll absplitten. Musst du jetzt? Sieht gut aus. So. Dann wollen wir mal nach hinten. Ich glaube, irgendein Material fehlt mir noch. Das wollen wir aber nachher gleich. So. Jetzt habe ich natürlich wieder Vollglück, weil ich genau wieder auf den Vorderbandmaß komme. Das Glück habe ich zurzeit immer wieder. Aber da müssen wir halt akzeptieren, dass das Vorderband unten ein kleines bisschen schräg läuft. Das ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Oh, das hat man schon mal.
Bin ich da rausgekommen? Tap, 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 so. Also wir brauchen Turbodraht. Also, das erste, was wir uns organisieren, ist Turbodraht. Dann. Toll, rastet wieder nicht ein. Doch. Aus der Höhe, schauen wir mal, kann ich da einsetzen, gerade so. Dann kann der schon mal langsam volltuckern. Das nächste ist Kabel. Holen wir uns die Kabel. Damit ich weiß, wo die drauf liegen. Ich sehe es ja nicht. Ist immer Abrissmodus und dann sehe ich, was oben aufliegt. Da wären wir hier am drittobersten. Wo müssen wir ungefähr hin? Ah, ja. Das kann nicht sein. Das muss hier sein. So. Das nächste waren, glaube ich, Platinen. Genau. Ich muss noch einmal nachrechnen, ob ich genug produziere, aber das sollte eigentlich alles kein Problem soweit sein. Ich sehe es nicht, warum haschte der wieder nicht ein? Der Nachteil, wenn man die Wand außen schon stellt, da denkt er dann immer, man will das Förderband hinten an der Wand ansetzen. So, da bleibt mir jetzt wieder nichts anderes übrig. Entweder ich gehe auf den äußeren, was wahrscheinlich schöner aussieht. Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. Danke, Eda. So. So heißt sie doch, glaube ich. So kommen wir nämlich gerade rein. So, jetzt kommen hier die Platinen langsam anmarschiert. Die laufen jetzt nach hinten hin erstmal durch. Aber dann kommen die ja runter. Und damit werden die Highspeed-Anschlüsse schon mal produziert. Damit die jetzt nicht sinnlos im Kreis laufen, muss ich mich jetzt kurz sputen. Warte, es. Hoch. Ja, prima. Also, ich muss das jetzt ja wieder nach drüben schaffen. Da habe ich sogar eine Leiter hingestellt, okay. Irgendwo drauf. Aktuell würde ich sagen, brauche ich die in keiner anderen Fabrik, dann kann ich die kurzerhand auf das Vorderband unten mit drauflegen. Direkt. Oder machen wir gleich ein anderes. Bin gerade nicht sicher. Ja, müssen wir drunter durchkriechen. So. Da laufen jetzt halt ein paar Highspeed-Anschlüsse nach hinten durch, das ist ja aber nicht so tragisch. Ich brauche noch mal ein... Da ist auch kein anderes. Anderes Vorderband und da gehe ich jetzt her. Mache einen Fusionator drauf. Lift nach oben. Ich schätze mal ganz grob so die Höhe. Die oder die, die probieren wir mal. Könnte das passen? Das ist, glaube ich, eins zu tief. Ja, bei den Höhen von... Ist manchmal ein bisschen schwierig, das noch abzuschätzen.
So, und jetzt würde ich gerne einen intelligenten Splitter hier setzen. Was immer. Leider rastet er mal wieder nicht. Der müsste ja ein kleines bisschen daneben sitzen. Also. Im Normalfall, zumindest in Update 7, hat er das immer noch gemacht. Hat er da eingerastet? So, das reicht nicht. Also gehen wir jetzt her. Das könnte passen. Funktioniert. So, nach rechts wollen wir jetzt beliebig haben und nachdem ich die noch nirgends anders brauche, schicke ich die jetzt alles, was produziert wird, einmal durch. Das heißt, die KI-Begrenzer müssten eigentlich demnächst im Lager landen. Ich stelle mir gerade sicher, dass ich da auch. Ja, ist ja gut. Schon einsortiere. Das schwere modulare Rahmen. Habe ich die KI-Begrenzer dann? Da war doch noch ein leerer Container. Da ist Gummi drin. Leere. Hier ist das der hier wahrscheinlich. Nein. Das ist mir aber gerade egal. Da wird jetzt der KI-Begrenzer draus. So. Schwarzpulver brauche ich aktuell nicht einlagern. So. Was mir gerade auch auffällt, ich vernichte die Kupferbleche. Aber noch ein bisschen Produktionsproblem. Das heißt, ich könnte hier hinten. Das muss das hier sein. Ist nur Überschuss. So, klar, wenn ich nichts mehr abnehme, dann läuft es natürlich als Überschuss ins Lager. Aber so ist ja richtig, wenn es nirgendwo anders verbraucht wird. Überschuss und ab dafür. Nicht rein, nicht dahin, hier hin. Die Röhren können wir schon mal auffüllen und die hier auch. Das ist schnell gemacht, da haben wir Material in rauen Mengen liegen. Heißt, da brauchen wir noch ein bisschen. Da kommt kein neues nach, weil ich im Prinzip diesen intelligenten Splitter umgestellt habe, dass der mir gerade kein Material ins Lager schiebt.
weil das einfach sinnlos vernichtet worden ist. Und das brauche ich aktuell. Bei dem hier lasse ich es noch fleißig ins Lager liefern, weil ich das für die MK3-Förderbänder brauche. Und dann läuft es. Dann sehen wir mal, was noch fehlt. So. Was jetzt ja aktuell fehlen würde, wäre der schwere modulare Rahmen. Brauche ich die normalen Rahmen, die Röhren, die Schrauben. Mal schauen, was ich schon in meinen Gemischtwarenfabriken so habe. Okay, da habe ich die Rahmen. Keine Ahnung, was da gerade drauf läuft. Kupfer. Da sind die Röhren, wenn ich das richtig sehe. Und Schrauben sind hier, glaube ich, auch schon. Dann wäre das vielleicht die richtige Fabrik, um das hier reinzusetzen. Schauen mal. Klettern wir mal hoch, damit wir es besser sehen. Mich hier nicht täusche. Genau, ich habe die Röhren. Ich habe die Rahmen. Das sind schon mal zwei Dinge. Ich habe die Röhre, ich habe die Rahmen, die Betonstahlträger sind noch nicht da und jetzt müssten wir mal schauen nach den Schrauben. Habe ich Schrauben hier? Gute Frage. Was kommt da rein? Da landet gar nichts. Das ist ein Ausgangsmaterial. Vielleicht läuft es auf dem oberen Band. Da komme ich nicht hoch, hier hoch. So wie es aussieht, landen die noch nicht hier. Das ist aber kein Problem, das können wir jetzt gleich machen. Wo hätten wir es denn gern? Da sind wir blockiert, hier sind wir blockiert. Also machen wir das doch gleich hier. Einen Splitter. Wir könnten intelligenten nehmen. Ja, wir sehen, nachdem das Material nachläuft, wir haben auch sicher angedockt. So, der geht nach unten, also würde ich jetzt mal machen wir so. Setzen uns hier kurz eine Leiter, das ist das Einfachste. Die in der Zwischenzeit feststellen. Wie gesagt, wir haben demnächst ein Hoverpack, dann wird es nochmal deutlich einfacher. Weil wir dann quasi, naja, fliegen können. Nur fliegen ist schöner oder so ähnlich. Zack. Zack. Na prima. Der ist zu hoch, der andere ist zu tief. Gefühl habe, dass der zu hoch ist, aber gut. Sei es drum. Dann rum so. Und auf
dem hätte ich jetzt gern auch bitte beliebig abgezweigt. Dadurch ist er ja wie ein normaler Splitter. Und schon kommen die Schrauben angeflogen. Dann hüpfen wir halt nach unten. Damit haben wir schon mal die Schrauben hier. Ja, ich würde sagen, das baue ich jetzt auch oben. Eine Manufacturer, bitte. Mal schauen, wie viel der produziert, aber das müssen wir halt im Nachhinein nochmal auffrischen. Den hier 2, das ist nicht viel. Aber 200 Schrauben, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Ist ja klar. Zack, so, dann lass den mal volllaufen. Mit Schrauben natürlich. Den setzen wir gleich hierher. Das nächste weiter kann. Das nächste, was wir brauchen, sind unsere modularen Rahmen. Die hat man hier auch. Volltreffer. Das ist bei mehrstöckigem Bau manchmal leider ein bisschen kniffelig. Nein. Also klettern wir halt wieder hoch. Unqualifiziertes Runterfallen. So, schauen wir schnell. Hier besser dran. Ich glaube, ganz unten waren die Rahmen richtig. Setzen wir den jetzt halt ein bisschen knapp hierher. Anschließend dich holen. Na, das geht. Relativ gut. So, nächstes waren die Röhren, genau. Und ja, mir ist bewusst, dass ich noch nicht genug Material produziere. Das ist aber alles kein Problem. We are not in a hurry, wie es so schön heißt. So. Da konnte ich den jetzt nicht bauen, weil da saß schon anderer Splitter. Stahlbetonträger. Die habe ich, glaube ich, noch nirgends außer im Lager. Also müssen die hier rein. Wir holen uns die bitte im Submodus. Da bauen wir nämlich gleich ein bisschen mehr drauf. Das kann ich später ausbauen. Da haben wir gut. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder so einen Mist gemacht und
Vorderband doppelt belegt. Gleich wegmachen. Muss man halt schnell umbauen. Passiert. Ziehen wir jetzt das Vorderband einmal durch. Was ich auch gleich mache, das wird jetzt das Vorderband, wo ich mein Endprodukt quasi abliefere. Aufsetzen, weil ich da als erst kurz was nachschauen muss. Ist ja auch dämlich, was mache ich denn hier? Eigentlich komplett Blödsinn, das so nah zu bauen. Weiter hinten baue, dann habe ich es etwas leichter. So, das Vorderband habe ich jetzt abgerissen, das waren die Schrauben. Da hatte ich ja versehentlich das Band doppelt belegt. Jetzt kann ich es mal abschätzen. Die Höhe müsste doch jetzt passen. Jetzt muss ich natürlich hinten umhängen. Und wer erkennt den Fehler, den ich wieder gemacht habe? Ich habe das falsche Vorderband gewählt. Ach ja, Gott. Habe ich ihn schon angeklemmt? Nein, dann ist das noch nicht so tragisch. Pläne sind da, um geändert zu werden. Das ist der falsche. Ausrichtungslinie aktuell nicht. Aber das sieht besser aus. So. Ja, hier hinten habe ich jetzt die Schrauben angeklemmt. Das stimmt ja nicht. Das bauen wir gleich um. Und hier hinten muss ich auf das zweitoberste Vorderband. Das ist quasi mein Materialausgabe. Das war mit. Ja, nee, müsste gehen. Warum baue ich die jetzt gerade als erstes? Naja, ich möchte, dass das einfach geradeaus nichts läuft, sondern gleich alles zum rechten Ausgang raus, auch wenn da nichts geht. Jetzt ändern wir das mit den Schrauben. Das waren die hier. Damit wir das am schnellsten leer kriegen, machen wir das jetzt so. Den weg. Den weg. So, Splitter. Ich stehe mal ganz gern genau davor, dann kann man das besser abschätzen, weil leider, jetzt habe ich eine Ausrichtungslinie, da oben habe ich keine mehr. Ich habe, glaube ich, mal erwähnt, dass mein Monk relativ entspannt ist.
Das heißt, wenn das jetzt nicht 100% ein rechter Winkel ist, sondern 89 Grad, dann ist mir das auch egal. So, er läuft jetzt wieder voll, ne? Stahlbetonträger fehlen noch. Die habe ich jetzt, muss man gerade überlegen, noch nicht vorgesehen. Das kommt nachher oben auf. Das ist ja jetzt unser Ausgangsmaterial. Das heißt, hier muss ein Fusionator hin. Er rastet mal ausnahmsweise ein. Ich baue eigentlich gerade aktuell fast nur noch MK3-Förderbänder. Die sind ein guter Kompromiss von Produktionsaufwand und Geschwindigkeit. Dann sollte das soweit auch passen. So, wo haben wir die? Durch. Wo sind wo sind die? Hier vermutlich genau. Das heißt, das Förderband, das ist das hier, hätte ich jetzt gerne auf einem noch zu bauenden. Nach oben. Also wir bauen noch mal ein Förderband. Ich baue quasi, viele bauen ja einfach alles in der Ebene und nebeneinander und dann kriegt man relativ oft die, wie ich finde, Probleme, dass Förderbänder kreuzen oder an einer Stelle braucht man noch ein Material, das woanders eigentlich schon produziert wird. Und durch den Stapel, finde ich, kann man das sehr einfach jederzeit wieder abgreifen. Manche haben ja ein bisschen Problem mit dem, hat er jetzt eingerastet oder nicht. Wie man sieht, der ist ja jetzt komplett falsch ausgerichtet. Wenn ich ihn jetzt hier setzen würde, geht eigentlich die Flussrichtung nach rechts. Und wenn er jetzt einrastet, na, man sieht, ich gehe ein bisschen daneben. Jetzt schaut er nach rechts, unser Förderband läuft aber nach links. Und wenn ich jetzt einraste, zack, sehe ich das eben, dass er das sauber aufsetzt. So. Und mit ein bisschen Glück. Wenig Glück sollte jeder haben. Keine verstärkten Eisenplatten. Ist ja mal wieder toll. Bauen wir eben jetzt einen normalen Splitter. So. Und damit sollte ich jetzt. Oh, die müssen wir aber noch aufbauen. Warum kommt da so wenig? Ah. Ich habe die Stahlbarren werden knapp. Das musste ich auch noch machen. Der sollte jetzt hier abzweigen. Tut er nicht. Warum tut er nicht? Der jetzt nicht abzweigt. Tut er. Gut. So. Schwupp, er läuft nach da hinten durch. Den greift man natürlich noch nicht ab. Das machen wir jetzt gleich. So, in der Theorie wäre es angeschlossen. Und wenn jetzt meine Stahlbetonträger hier reinlaufen und natürlich genügend Schrauben, dann würde die Produktion beginnen. Sie würden noch nirgends landen,
Wenn ich jetzt einfach nur nichts Falsches behaupte. Also ich habe nur den Splitter gesetzt, aber nicht, dass sie irgendwo weiterlaufen. Richtig. Das ist aber nicht gut. Wenn ich die jetzt abreiße und das ganze Vorderband abreiße, dann heißt es, der hat nicht angedockt. Da habe ich nicht aufgepasst beim Setzen. So, jetzt schau mal, der nächste, was kommt. Gut, läuft jetzt runter, läuft rein. Perfekt. Ich werf dem mal kurz ein bisschen was rein, dass wir sehen, dass der produziert. Seite hoch, dann sehe ich ein bisschen besser ran. Das ist ja der intelligente Splitter, den ich schon gesetzt habe. Und ich habe hier oben, das ist ein Förderband für den Kunststoff, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist ja oben unser Sammelband, wo ich die verstärkten Rahmen aufsammeln möchte. Entsprechend mich arg verschätzt in der Höhe. Habe ich ja. So, was man jetzt natürlich machen kann, entweder ich setze jetzt den Lift hier an und gehe rüber, oder ich mache eine Mischung draus. Nur no, auch nicht, weil ich es dann falsch mache. So, also die laufen schon mal oben auf. Oh, das ist jetzt aber fatal. Oh, oh. Welchen Fehler habe ich wieder gemacht? Na klar, ich habe ein Vorderband doppelt belegt. Das kommt davon, wenn man die Vorderbänder nicht gleich durchbaut. So, jetzt hoffe ich mal, dass das alles gleich ins Lager läuft. Ansonsten steht demnächst an irgendeiner Stelle die Produktion. Das ist einfach, beschriftbare Förderbänder wären einfach was Geiles. So, ich habe den oberen ja jetzt neu gebaut, der ist noch nicht genutzt. Also schauen wir mal schnell nochmal. Hier will er den setzen. Tap, 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 tap. Dann machen wir den hier jetzt runter. Geht hier jetzt? Doch, jetzt geht's. So, jetzt läuft er hoch und füllt mir hier oben das Vorderband langsam auf. Was fehlt jetzt noch? Na, ich hätte es natürlich ganz gern noch im Zentrallager. Autsch. Sag ich doch. Schauen wir mal schnell. Das hier ist mein Zentrallager. Kann ich doch jetzt. Ach, da war was, intelligente Splitter. Ich brauche wieder was.
Sehr schön, die sind. Ah, die sind jetzt hier gelandet, weil die vorne auf dem falschen Band gelandet sind, wo sie aber schon ins Zentrallager umgelenkt wurden. Also ist die Chance relativ groß, dass kein falsches Material irgendwo hingelaufen ist. Es läuft hier zu schnell nach von den unteren Containern. Da noch einstecken. Da habe ich noch. Wenn wir jetzt schon mal auffüllen, dann können wir es richtig machen. Die hatte ich. Und dann noch Glaswände ein bisschen bauen können. Da haben wir auch mehr als genug, sehe ich gerade. Rotoren brauchen wir generell. Sehen sie immer nichts. Schraubenhammer. Von den Rahmen haben wir auch. Da brauchen wir. Nochmal einen mit. Ein Leerlassen ist immer gut. Ihr könnt einen Kunststoffstapel eigentlich kurz rauswerfen. Freiraum haben. So, die Stunde haben wir gleich voll. So, jetzt aber das machen wir noch schnell fertig. Mal sehen, dass das bei uns im Lager landet. Ich hoffe, dass die zwei jetzt einfach in einer Flucht liegen. Das wirkt ja fast schon geplant. Oh, falls die jetzt nicht angedockt hat. Hat er nicht. Was können wir da jetzt machen? Naja, der liegt oben jetzt einfach nur minimal daneben. Das heißt, ich würde den jetzt tatsächlich ein bisschen auf Press setzen müssen. Sieht auch gut aus. Können wir jetzt nicht. Jetzt haben wir ein Förderband drin. Jetzt ist auf alle Fälle verbunden. Jetzt muss ich nur noch den oben kurz umstellen. Einfachster Weg, wieder so eine dusselige Leiter, bis wir fliegen können. Dusselige Leiter soll nicht nachteilig sein, sondern einfach ohne Leiter werden wir jetzt aufgeschmissen. Ja, ich nehme ja immer eigentlich. Eigentlich ist, glaube ich, kein Wort, oder wie war das? Uiuiuiuiuiuiuiui. Aua. Das hat jetzt gar nicht gut getan. Das sollte ich kein zweites Mal machen. Warum fülle ich das jetzt auf? Naja, ist ganz einfach. Nur wenn man auf 100% Gesundheit ist, überlebt man so einen Absturz. Ansonsten ist der einfach nur tödlich. Die Leiter so hoch gebaut. Aber gern einen intelligenten Splitter. Jetzt schauen wir mal, ob das Ersetzen klappt.
das geht jetzt so. Ich hätte gern nach rechts beliebig erstmal und damit müsste jetzt eigentlich klar, dem fehlt jetzt Material, wie man sieht, es kommen zu wenig Schrauben. Da muss ich die Produktion noch umstellen auf das neue Rezept. Und ich glaube, ich kann die Förderbänder, genau, auch schon aufbohren. Dann sollte das mit der Lieferung auch kein Problem mehr sein. Uiuiui. Ja, genau. Das ist sowas von bescheuert. Nicht nur, dass ich von der Leiter gesprungen bin, nein, ich springe auch noch in das eigentliche Loch. Habe ich natürlich nur gemacht, damit ich euch zeigen kann, was sich hier unten noch schnell geändert hat, wenn wir schon mal da sind. Zusätzliche Wasserextraktoren wurden gebaut. Zusätzliche Kohlestromgeneratoren und darüber gibt es jetzt eine Ebene, der wir vorbeigeflogen sind. Das da drunter könnte ich eigentlich wegmachen. Und da stehen die ganzen Akkus für den Notstrombetrieb. So, wir schauen schnell nach. Aber liebe Leute, die Stunde ist um. Von da aus, man soll es mit dem Zocken auch nicht übertreiben. Sage ich mal, ich hoffe, es hat gefallen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.